Auf der diesjährigen Invest ist das Thema Charttechnik natürlich wieder ein ganz großes Thema. Es wird eifrig diskutiert, wie könnte es weitergehen an den amerikanischen Aktienmärkten und natürlich auch beim DAX. Und wenn wir uns zunächst mal dem ersten Thema widmen, der S&P vor wenigen Tagen mit einem Allzeithoch und der Dow Jones Index nur knapp daran. Jetzt die große Frage, wie könnte es weitergehen? Und die wollen wir einem bekannten Charttechniker stellen. Hier auf der Invest Stefan Feuerstein, der Herausgeber des Hebelzertifikate-Traders. Herzlich willkommen. Ja, wie geht es weiter beim Dow Jones Index? Also der Dow Jones hat in den vergangenen Monaten ja eher eine Seitwärtstendenz durchlaufen und ihm ist es bisher nicht gelungen, nach oben hin ein neues Hoch zu durchstoßen. April wird tendenziell eher ein positiver Monat, sodass die Wahrscheinlichkeit hier relativ hoch ist, dass wir ein neues Hoch im Dow Jones sehen werden. Wie sieht es aus am deutschen Aktienmarkt? Wir sind noch ein Stück vom Allzeithoch entfernt und viele träumen aber dennoch schon von der Marke von 10.000 Punkten. Wie realistisch ist das aus Sicht der Charttechnik? Interessant ist, dass die letzte Aufwärtstendenz der letzten zwei Wochen mit relativ wenig Beteiligung erfolgt ist, sodass davon auszugehen ist, dass die Mehrheit der Anleger noch nicht sich positioniert haben für eine weitere Rallye. Soll es jetzt zu einem neuen Hoch nach oben kommen, ist davon auszugehen, dass der Druck steigt, sich zu positionieren, sodass dann die Anschlusskäufe den DAX weiter nach oben treiben werden. Stichwort Saisonalität. Es gibt diesen schönen, vielleicht schon etwas ausgelutschten Spruch, sell in May and go away. Inwieweit muss man sich daran halten? Denn dann müsste man ja jetzt eigentlich Gewinne mitnehmen, denn der Mai steht ja kurz bevor. Ja, statistisch ist der April seit 2000 der beste Börsenmonat mit dem Durchschnitt, einem durchschnittlichen Gewinn von 4,9%. Wenn ich es zurückrechne, seit 1980 habe ich immer noch einen Gewinn von rund 4%. Sodass im April davon auszugehen ist, dass wir eine positive Tendenz haben. Der Sommer ab Mai wird dann aber schwierig, sodass es durchaus sein kann, wir haben einen kurzen Anstieg auf ein neues Hoch und danach kommt eine Schwächephase, die sich dann aber wieder im August, also September anbietet, da wieder eine neue mittelfristige Long-Position aufzubauen. Soweit unser Experte hier am Rande der Invest mit seinen Aussichten, was DAX und Dow betrifft. Und wir sagen herzlichen Dank, dass Sie da waren und viel Spaß noch auf der Invest.